Okay, und die verfolgt mich die ganze Zeit. Also, ich hasse solche Leute, die den Spielmodus nicht verstehen. GG, Kuku und was auch immer. So, Unerscheichter, willkommen zu einer kleinen Runde Splag. Ja, ich spiele mal endlich wieder Splag. Ich habe ewig schon nicht mehr gespielt und nicht mehr aufgenommen. Oh mein Gott, oh Gott, es ist laut, Alter. Ja, ich habe ewig schon nicht mehr gespielt und auch nicht mehr aufgenommen, hier ist Black. Aber ich habe es ja früher ganz oft gespielt und ich finde das Spiel eigentlich auch richtig cool und deswegen bringe ich es jetzt mal wieder. Ja, für alle, die es trotzdem noch nicht kennen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass kein Mensch mehr zuschaut, der damals auf meinem Kanal zugeschaut hat. Man ist in Black sozusagen auf solchen Inseln hier, wow, soll eben nicht runterfallen und man hat sozusagen hier immer solche, was habe ich hier jetzt? Ach, da kann ich... Da kann ich so schnell schießen, dann, ne? Er läuft. Okay, ja, da habe ich schon mal jemanden runtergeschmissen. Genau, man ist auf solchen Inseln und schießt eben solche Eier und damit zerstört man solche Blöcke unter sich und da muss man dann eben schauen, dass man die anderen Leute runterhaut und möglichst als letzter hier oben bleibt. Das ist eigentlich das einzige Ziel des Spiels. Früher war ich hier der richtige Pro, mittlerweile bin ich hier voll scheiße, glaube ich. So, und was jetzt wahrscheinlich nicht so viele wissen, selbst die, die vielleicht früher noch zugeschaut haben, ja, es gibt hier auch solche Power-Ups, die sind jetzt irgendwann mal neu hinzugekommen und die bringen sozusagen, dass man irgendwie so einen Vorteil bekommt, wie zum Beispiel, wenn man, was ihr jetzt gerade gesehen habt, dann hatte ich so einen Pumpkin-Hut auf, dann bekommen halt alle anderen sozusagen, also dann, ja, man setzt es ein und dann bekommen alle anderen so einen Pumpkin-Hut auf, dann sehen sie halt nicht mehr so gut, dann fallen sie leichter runter, so wie ich gerade, ganz unskillig, aber jetzt mit auf einer großen Fläche, ist auch nicht schlecht, ich schieße mal immer ein bisschen hoch, dass vielleicht die oberen Leute dann ein bisschen runterschießen. Fallen ist das. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass auch die ersten Runden jetzt hier sehr scheiße werden, aber das würde mich jetzt nicht jucken, denn ich werde jetzt alles hochladen, egal was jetzt kommt, weil ich habe heute gar keine Zeit eigentlich aufzunehmen. Ich sollte eigentlich gar nicht aufnehmen, aber ich mach's für euch, Leute, dass ihr hier irgendwelche Videos kriegt, weil sonst wird das extrem scheiße, aber ja, also ich will unbedingt was aufnehmen jetzt, deswegen nehme ich trotzdem auf, obwohl ich eigentlich gar nicht sollte, weil ich total viel Stress von der Schule im Moment habe und nicht sowieso hinterherhängen mit allem, aber ja, okay. So, ich habe gerade mal wieder richtig viel gelabert, bin nur sinnlos in der Gegend rumgesprungen und habe nichts erreicht, aber diese Runde sieht schon mal nicht so schlecht aus. Wir sind schon mal mindestens der Viertbeste und vielleicht schaffen wir es noch aufs Treppchen, das würde mich schon mal... sehr freuen und es sieht aus, als würde da oben irgendwo noch jemand vercampen. Das wäre natürlich extremst scheiße. Also das habe ich mich damals schon immer total aufgeregt, dass hier einfach immer so richtig viele Leute hier immer oben auf den Plattformen geblieben sind einfach und dort vercampt haben. Oh Gott, da hat er jetzt angefangen zu schießen. So, und ich habe hier ja immer so ein paar Taktiken, die ich aber im Moment gar nicht einsetze. Oh Gott, boah, Junge, der hat mich ja fast runtergeschossen. Alter, man darf übrigens auch nie wirklich so lang laufen, ohne zu schießen. Das ist eigentlich auch total dumm, aber... boah, das war gerade so risky, was ich hier gemacht habe. Und immer auf die Leute zulaufen, dann können sie dir nicht besonders viel tun. So. Ah! Und so zittern, das bringt wirklich was. Also es kommt jetzt total bescheuert, alles, was ich hier bringe, aber... das bringt was, auch zum Beispiel so, wenn man so zittert, das bringt wirklich was. Also, ich bin nicht unterzuckert. Nee, Leute, wenn ich so zitter mal, das bringt's einfach, weil man dann... so mehr Blöcke halt trifft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Und es sieht aus, als würde da oben wirklich jemand stehen. Ah, nee, es sind nur noch drei Leute, okay. Ach, ich habe da hinten so ein, ein Power-Up ist gespawnt, okay. Ah, da hinten, da. Oh, das will ich haben. Ich will das haben! Ich will das Power-Up. Ja, ich habe das Power-Up. Acid Rain. Oh Gott! Oh Gott! Alter. Okay, das, habt ihr es gesehen? Das sind so lauter solche Schneebälle und die machen dann auch Blöcke kaputt. Alter, Leute! Oder ich weiß nicht, vielleicht schmeißen die sich auch nur weg, aber das ist ja voll krass, Alter, das hätte mich auch selbst hitten können. Alter, das ist ja voll das böse Power-Up hier. Naja, okay, also der Typ, der laggt übel rum, der laggt richtig hart. Ah, das wird ja spaßig hier noch mit den drei Leuten. Oh Gott, ich bin echt richtig aufgeregt gerade und vor allem, ich sehe wegen dem Shader nicht so gut. Sowas ist eigentlich fast schlauer, ohne Shader zu spielen. Oh Gott, aber ich bin ja nicht schlau. Alter, ich bin gerade mitten im Schlachtfeld hier. Boah, okay, der Typ... ist echt... okay, ich mach mal gerade ein paar Panic-Shots, nenne ich so. immer wenn man so einfach drauf schießt irgendwo, dann kriegt er so ein bisschen Panik. Aber bringt nicht wirklich was, einfach so drauf zu schießen, aber... bringt's irgendwie insofern schon, weil dann rennt er so schnell und dann vielleicht macht er irgendwann einen Fehler. Also ich würde so sagen, ich auch selbst sterbe hier viel öfter einfach, weil ich einen Fehler mache, irgendwie so Jump-Run oder so, als dass ich runtergeschossen werde. Also ist wirklich, wirklich so. Ich sterbe hier fast nur, weil ich irgendwelche Fehler durch Jump-Runs mache. Was eigentlich total dumm ist, weil, ja. Also ich weiß nicht, hier ist echt vorteilhaft, wenn man gut in Jump-Runs ist. Und zwar so im Durchrennen Jump-Runnen, weil, das ist echt blöd. Okay,
Wir sind tatsächlich im Finale. Okay, jetzt wird's sehr spannend. Ich greife mal direkt an, weil ich bin der YOLO-Mauder-Dolo-Mensch. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist weiter unter uns. Oh mein Gott. Wir haben das Teil gewonnen. Alter. Oh, ich hab geschaut. Alter, Leute. Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt, wie ich das gemacht habe. Ich bin so über den drüber gesprungen, hab so unter ihn, hab so auf ihn drauf geschossen, ne, wisst ihr? Und, bin dann aber direkt danach in ein Loch reingefallen. Aber ich habe halt mir überlegt, ja, ob das jetzt klappt. Ich habe gerade gedacht, oh nee, das funktioniert eh nicht. Aber es hat dann doch geklappt. Ist cool, okay. Hm, vielleicht blende ich es nochmal in Zeitloop ein, vielleicht auch nicht. Ja, und da wären wir auch schon wieder auf einer weiteren Map. Ja, ich weiß gar nicht, wie die Map heißt. Auf jeden Fall, das ist so eine richtig krasse Biome-Map. Ich glaube, die heißt sogar Biomes. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und Gott, ich wollte hier wieder mal einen Trick machen. Ich habe hier nämlich früher immer... ich erzähle jetzt mal so viel früher, so damals so. Damals, das waren noch Zeiten. Ja, Kinder, wenn ihr das wüsstet. Nee, ich wollte hier eigentlich nur sagen, ich bin hier früher mal auf diesen Baum da hochgegangen. Und habe da von oben immer runtergeschossen. Aber wollte ich es eigentlich auch wieder machen, aber das ging nicht. Weil da jemand stand. So. Jetzt vielleicht. Vielleicht, wenn wir den hier noch, wisst ihr schon, so ein bisschen mal um die Ecke bringen. So, okay. Der ist unten. Perfekt. Jetzt wird abgerechnet, meine Freunde. Jetzt gehe ich nämlich auf den Baum hoch. Und da ist sehr cool. Okay, jetzt habe ich ein bisschen einen Fehler gemacht. Ich habe hier eigentlich immer so einen guten Weg gehabt. So, guck, jetzt kann ich nämlich hier rein. Und das kann hier so eine Schussstation aufmachen. So, seht ihr? Und unter mir sind total viele Blöcke. Deswegen kann ich nicht so leicht sterben. Das ist eigentlich ganz witzig hier auf der Map. Ja, okay, jetzt hat mich dann doch jemand entdeckt, der hat gecheckt, dass ich dort bin und hat dann von unten mich einmal rausgeschossen. Aber viel passieren kann da nicht und deswegen gehe ich da einmal hoch. Ach Gott, ich habe gerade ein bisschen Lags. Ah. Ach Gott, ich bin so ein Ping-Player. Alter, und da unten ist noch irgendwo ein... Ach Gott, da wollte ich gerade sagen, da kann man noch hoch. Ach, kann man noch immer noch, okay. Sehr gut, sehr gut. Ich dachte jetzt schon gerade, ich bin durch irgendeinen Scheiß einfach runtergefallen und komme jetzt nicht mehr hoch. Das wäre sehr ärgerlich gewesen. Sehr ärgerlich wäre das. So. Ich schau mal gerade, dass ich die vielleicht krieg. Einfach mal ein bisschen spreaden hier die Eier. Und... Oh Gott. Alter, nein. Oh, so kann man doch gar nicht. Ich dachte gerade, so kann man zerstören, weil die irgendwie so hier rumgehauen hat. So, nee, aber kann man gar nicht. Ich dachte irgendwie, das haben die irgendwie reingepatcht. Also, ich verstehe es irgendwie nicht, weil manche Leute, die hauen irgendwie dann immer so mit den Schaufeln noch. Ich weiß nicht, was das bringt. Irgendwie, ich verstehe die Leute immer nicht. So, da oben steht noch einer. Da hat sich jemand unsere Technik abgeguckt. Der hat uns wahrscheinlich da... Wahrscheinlich ist es sogar der Typ, der uns runtergeschossen hat. Und dann ist er jetzt einfach selbst hochgegangen. So ein richtig dreister Mensch. Mann. Okay, aber ich meine, wer wird das nicht machen? Ich mach das ja auch. So, also, keine Beschwerde an dich, mein Lieber. Keine Beschwerde, ich mag dich total. Wo bist du denn eigentlich? Wo sind die denn jetzt alle? Alter, was... Oh Gott. So. Ich schau mal gerade. Hier kommen wir noch hoch, ne? Ja, okay. Wenn die sich jetzt hier schon alle so irgendwo hochstellen. Und ich dachte jetzt gerade, hier ist noch jemand. Ah, nee, ist es aber nicht. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Alter, Epic Egg Battle. Alter. Ach, du Scheiße. Okay, das wird sehr... Sieht sehr schlecht für uns aus. Ich musste flüchten und ich bin runtergefallen. Es sind noch 5 Leute übrig und die meisten sind wahrscheinlich ganz unten schon. Und die wird jetzt wahrscheinlich da oben campen. Das ist blöd. Deswegen, hier kommt man immer noch hoch. Das ist genau der Weg, wo ich auch vorhin gegangen bin. Aber, meine Liebe, so geht das nicht. So leicht gebe ich mich hier nicht geschlagen. Ich werde hier weiterhin immer wieder hochkommen und dich jetzt runterschließen. Und, oh Gott, oh Gott. Ja, perfekt. Perfekt runtergeholt. Ja, er hat runtergeholt, wie gesagt. Ja, ich springe jetzt auch runter, weil ich bin ja nicht so ein asozialer Mensch. Ich bin ja ganz freundlich. So, was haben wir denn hier? Ich habe einen Triple Jump. Ach so, da kann man so hochspringen mit dem. Ah, okay, und was habe ich hier noch? Noch ein, hä? Ach so, da kriegt man, glaube ich, nichts. Man muss den erstmal einsetzen dann komplett. Okay, aber das setzt sich dann natürlich nur ein, wenn ich hier kurz des Todes geweiht bin oder sowas. Und jetzt natürlich nicht schon jetzt. Alter. So, ihr könnt ja... Oh nein, 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 nein. Alter. Leute. Oh. Oh Gott. Wisst ihr, was es ist? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in dieser Runde. Ich glaube nicht. Nee, habe ich nicht mal erzählt. Genau, das ist sozusagen so ein Suizidschaf. Also, ihr habt ja sicher gesehen, da war so ein kleines Schaf hier. Und, ach, sind nur noch 2 Leute übrig? Okay, ich schau mal gerade. Where are you?
Okay, keine Ahnung. Wo ist die jetzt? Oder der oder die oder das? The Girl X. Okay, dann ist es eine Sie, würde ich mal vermuten. Vielleicht ist es auch so ein 50-jähriger Typ, der irgendwo rumhockt, falls ihr es 50 seid. Ich habe nichts gegen euch, sondern nur gegen 50-Jährige, die sich The Girl X nennen. Aber ich glaube mal nicht, dass es ein... Okay, Themawechsel. Ich springe jetzt runter und... Wo ist die? Alter, ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt hier runterspringe und die dann hier oben ist und dann, ja, okay, komm, ich springe jetzt aber runter. Das ist mir scheißegal. So. Okay, da ist sie. Okay. Das wird jetzt, okay. Aber die hat eine Diamantschaufel. Man kann sich ja so Diamantschaufel für solche Tokens hier holen. Also für halt kaufen im Nachhinein. So für so als Upgrade sozusagen. Was übrigens total sinnlos ist, weil eine Diamantschaufel bringt aber nichts. Aber dann erkennt man immer, dass die schon ein bisschen pro-skillig sind. Weil man da ja erstmal drauf sparen muss. So, okay, was macht die jetzt da? Okay, die stellt sich jetzt da hoch. So, ich schieße direkt wieder runter. Okay. Okay, also ich verstehe die Teil. Was macht die hier? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Alter, und ich sterbe hier noch fast. Was macht die aber, Alter? Das ist ja... Hä? Ich verstehe es gerade nicht ganz. Okay. Alter, die schießt ja nicht mal. Hä? Ich verstehe es gerade nicht. Wahrscheinlich sterbe ich am Ende noch, weil ich einfach Jump-Run unskillig bin. Okay, ich habe einen Forrest Gump. Oh Gott. Oh, um Gottes Willen. Oh Gott. Ja, Forrest Gump. Lauf, Forrest, lauf. Ach du Scheiße, jetzt habe ich Triple Jump eingesetzt. Oh, Scheiße. Oh, Shit, Alter. Ich werde so sterben. Ich werde so sterben wegen diesem ganzen... oh Gott, wegen diesem ganzen Boost. Alter. Alter, okay, ist es jetzt vorbei? Ja, sie sind vorbei. Ja. Okay, ja, das war jetzt ein bisschen komisch. So, ich hau mal gerade nochmal weiter drauf. Ah, ich hoffe mal, ich krieg den noch. Das wäre echt blöd, wenn ich das nicht kriegen würde. Alter, ja, was habe ich jetzt? Habe ich irgendwie so einen Slowness-Effekt oder bin ich jetzt nur dieses Forrest Gump gewöhnt und deswegen... Alter, bin ich dumm? Hä? Irgendwie ist aber mein Sichtfeld auch wieder so klein. Hä? Mal, Leute, ich peile hier gerade nichts mehr. Okay, und die verfolgt mich die ganze Zeit. Alter, ich hasse solche Leute, die den Spielmodus nicht verstehen. GG, Kuku und was auch immer. So. Ansonsten, ne, wir sehen uns dann morgen wieder. Lasst bitte eine Bewertung da, das würde mich sehr freuen und so. Und vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns dann irgendwann wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.